kenne eine Grenze, an der es mir reicht. Doch bevor ich kapituliere, treibst du mich an, sodass ich mich nicht verlieren kann. Egal wie sehr ich zweifle, wie verrückt es mich macht, bist du an meiner Seite. Gib's mir die Kraft. Treibst du mich an, sodass ich mich nicht verlieren kann. Egal wie sehr ich zweifle, wie verrückt es mich macht, stehst du an meiner Seite. Gib's mir die Kraft, fehl um zu kämpfen in meinem Krieg. Und bringst mich so zu meinem größten. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Ja, vielen Dank. Hey, ein Livestream und wir haben Applaus bekommen. Super geil. Und wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen und dass wir für euch spielen können. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Und das ist geradeaus. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur einen Weg, geradeaus, so niemand wird ihn für dich gehen. Oh, oh, oh. So viele kritische Blicke, ja, diese lauten, viel zu schnellen Schritte. Wir sind nie mit uns allein. Wir haben tausend Facebook-Freunde und wir kennen doch keinen. Sind einsam unter Menschen in der Natur, sehen die Massen nur mit Handy im Ohr, sagen nur das, was den anderen gefällt, spielen für Fremde gerne den Held. Doch es gibt nur einen Weg, es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur einen Weg, geradeaus, so niemand wird ziehen. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur dieses eine Leben. Nur einen Weg, geradeaus, oh, niemand wird ihn für dich gehen. Oh, oh, oh. Zwischen Mauern und Ecken können wir uns nicht mehr verstecken. Ja, wir pflastern Straßen mit unseren Namen, damit wir nie mehr in Vergessenheit geraten. Sind einsam unter Menschen in der Natur, sehen die Massen nur mit Handy am Ohr, tragen nur das, was den anderen gefällt, spielen für Fremde gerne den Held. Doch es gibt nur einen Weg, es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur einen Weg, geradeaus, so niemand wird sie für dich gehen. Gibt nur einen Weg, es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur einen Weg, geradeaus, oh, niemand wird ihn für dich gehen. Da, 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 da,
geradeaus, so niemand wird ihn für gibt dich nur gehen. Einen Weg. Es gibt nur dieses eine Leben. Es gibt nur einen Weg. Geradeaus, so niemand wird ihn für dich gehen. Oh, oh, oh. Yeah, geradeaus. Ja, das ist unser Reminder daran, immer seinen eigenen Weg zu gehen, sich nicht davon abbringen zu lassen, was man möchte und wovon man träumt, denn dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und jetzt, wo wir schon beim Wege gehen sind, das nächste Lied heißt Horizont. Auf zum Horizont, da gehen wir hin, da blicken wir hin. Stunden, gefühlt ein Jahr, nur eine Sekunde ist wie ein ganzer Tag, ein paar Minuten, viel zu sagen, so viel auf der Seele ist es kaum zu ertragen. Du bist hier, du bist frei, du bist groß, bist dabei. Horizont. Eine Kreuzung und vier Wege, so viele Chancen und nur ein Leben, wahr oder falsch, deine Realität. Für deine Träume ist es nie zu spät. Lang noch nicht verloren. Du bist hier, du bist frei, du bist groß, bist dabei. Du bist stark, wurdest geformt, mach dich auf Richtung Horizont. Wir haben eben über Liebeslieder gesprochen. Ja? Das könnte jetzt so eins sein. Nichts außer Liebe. Ich hab Kraft, ich hab Ängste, hab viel geschafft. Ich bin schwach, ich bin stark und denk manchmal zu viel nach. Ich hab nichts, ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genau so will ich leben. Ich hab nichts, ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genau so will ich leben.
Ich hab Träume, ich hab Schmerz. Ich geb nicht auf, hör auf mein Herz. Ich hab Hoffnung, stets im Blick. Auch im Dunkeln seh ich Licht. Ich hab nichts, ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genauso will ich leben. Ich hab nichts, ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genauso will ich leben. Will ich leben. Ich hab Vernunft. Ich hab Ziele, ich hab Stolz, spiel keine Spiele. Ich hab Gedanken über mich. Ich hab das Beste, nämlich dich. Ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genauso will ich leben. Ich hab nichts. Ich hab nichts außer Liebe zu geben. Bin ein Mensch und genau so will ich leben. Genau so will ich leben. Genau so will ich leben. So, jetzt müssen wir wieder den Kapodaster drauf machen. Die Isabelle stellt den Bass weg. Das kostet uns eine Minute Moderationszeit von mir. Naja, guck mal, ich bin schon wieder da. Oh, du bist ist alles gut. Lass uns neue Wege gehen, heißt das nächste Lied. Und ja, auch das soll ein kleiner Ansporn sein für uns alle da draußen, für euch, auch für uns selbst, einfach auch mal die Komfortzone zu verlassen. Das tut gut. Du hast viel zu lang gewartet, um zu merken, dass es so nicht weitergeht. Jahre ziehen ins Land und bevor du dich umsiehst, ist es vielleicht schon viel zu spät. Es muss was passieren, es kann so nicht bleiben. Fühl dich, weiß wovon du sprichst. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Lass uns die Zeit am Anfang drehen und die Berge versetzen. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Lass uns alles neu verstehen, vor die Zweifel uns zerfressen. Neue Wege. Du bist niemand, der nur zuschaut, doch trotzdem stehst du da am Rand. Du verfluchst das große Ganze und dein Leben gleitet dir langsam aus der Hand. Und es muss was passieren, es kann doch so nicht bleiben. Ich fühl dich, weiß wovon du sprichst. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Lass uns die Zeit am Anfang drehen und die Berge versetzen. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Lass uns alles neu verstehen, wo die Zweifel uns zerfressen. Neue Wege. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Lass uns die Zeit am Anfang drehen und
die Berge versetzen. Lass uns neue Wege gehen, die alten vergessen. Ja, lass uns alles neu verstehen, vor die Zweifel uns zerfressen. Den überlasse ich immer gerne dir. Und jetzt muss ich wieder zurück den Bass nehmen. Genau, und gleichzeitig muss ich aber auch die Klammer wechseln. Also es ist 3 Sekunden Ruhe. Ja, das waren ungefähr 10, aber das ist auch nicht schlimm. Das nächste Lied, was wir spielen, also alle Lieder liegen uns am Herzen, aber das nächste ganz besonders, denn das ist das neueste von uns und das ist das, worüber wir eben auch im Interview gesprochen haben. Es ist heute vor einer Woche rausgekommen und das dreht sich um das Thema ja, mentale Gesundheit, dass wir einfach so ein bisschen das Thema Probleme enttabuisieren wollen. Wir wollen darüber sprechen, wir wollen sagen, es ist okay, nicht okay zu sein. Und wir wollen aber auch gleichzeitig Mut machen. Du wirst schon sehen. Du wirst schon sehen, wir werden es überstehen. Gemeinsam zusammenstehen. Zusammenstehen. 365 Tage, einmal auf und ab. Mittendrin im Chaos, hält ich die Welt auf Trab. Bist so viel gerannt, atmest nur schwer. Hast so viel gegeben, fühlst dich trotzdem leer. Auch wenn es scheint, als wär kein Land in Sicht. Bitte verschließ deine Augen nicht. Du wirst schon sehen, wir werden es überstehen, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Du wirst schon sehen, wir werden es überstehen. Gemeinsam zusammenstehen, zusammenstehen. 24 Stunden, viel zu langer Tag. Die Zeit heilt alle Wunden, haben sie gesagt. Fremdbestimmt, so hältst du das nicht aus. Bist wie ferngesteuert, fühlst dich nicht mehr zu Haus. Auch wenn es scheint, als wär kein Land in Sicht. Bitte verschließ deine Augen nicht. Du wirst schon sehen, wir werden es überstehen, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Du wirst schon sehen, wir werden es überstehen. Geht so schnell alles, ne? Geht irgendwie. So schnell rum, gell? Ja. Die Zeit rast. Das ist das vorletzte Lied, was wir jetzt spielen. Und ja, bevor wir die Musik ausschalten, schalten wir sie hiermit jetzt einfach nochmal an.
die Musik an. Für den Takt. Jede einzelne Note bringt es durch den Tag. Komm, schalt die Musik an. Für den Beat. Oh, für den Beat. Jede einzelne Note. Das ist, wenn man sich das letzte Lied auf der Setlist nicht merken kann. Das war's von uns. Ich nutze die Zeit und die Gelegenheit, um einfach kurz Danke zu sagen für alle, die zugeschaut haben, für die Möglichkeit, dass wir hier heute spielen durften. Ja, und ans ganz, ganze Team vor allen Dingen, vielen Dank. Alle, die man nicht sieht hier. Applaus. Was passiert, wir halten zusammen, durch dick und dünn, mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wir sind so weit gekommen, es hätte niemand gedacht, hat sie uns doch immer wieder ausgelacht. Das mit den Grübeln, vorbei mit den Zweifeln, zu viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denke ich immer noch zurück. All die Momente, all die Momente voll Glück, die den Weg Schritt für Schritt. Und nimm dich, und nimm dich, und nimm dich dabei mit. Wir können so weit sehen, wie wir unseren Augen trauen. Doch können wir zusammen ans Ende der Welt schauen. Ja, wir bauen mit Gedankenschlösser bis in die Wolken auf Stein. Wenn wir den Mut haben zu träumen, können wir alles sein. Das mit den Grübeln, wobei mit den Zweifeln, so viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denke ich immer noch zurück. All die Momente, all die Momente voll Glück, geh den Weg Schritt für Schritt. Und nimm dich, und nimm dich, und nimm dich dabei mit. Woo!
Zweifeln. Zu viele Lügen und noch so viele schöne Seiten. So denk ich immer noch zurück an die Momente, an die Momente voll Glück. Ja, wir sind eigentlich durch. Macht's gut. Ein Riesenapplaus für Tonland. Und ich habe gerade gehört über den Messenger, dass frenetisch aus dem ganzen Universum Nachrichten reinkommen, die unbedingt eine Zugabe wollen. Und vielleicht habt ihr ja noch einen kleinen Song sozusagen als Betthupferl. Also, ihr Lieben da draußen, hier nochmal für euch Tonland. Vielen Dank. Dann kommt hier von unserer ersten EP, die wir 2018 rausgebracht haben, noch ein Mutmacher, weil wir diese schwierigen Zeiten so gut zusammen überstanden haben. Hier kommt Revolution. Du hast nichts zu verlieren, worauf wartest du noch? Die Zeit rennt dir weg in dieses schwarze Loch. Stellst dir tausend Fragen, weißt nicht Bescheid. Kannst es kaum ertragen, Kampf gegen die Zeit. Starte jetzt, starte hier. Der Weg beginnt mit dir. Träum nicht davon, erschaff sie dir. Deine Revolution, in jetzt und hier. Wenn es deine Kraft macht, dir das bewusst. Das Ziel vor Augen, vom Chaos verdeckt. Doch sind deine Wünschen keine Grenzen gesteckt. Starte jetzt, starte hier. Der Weg beginnt mit dir. Träum nicht davon, wer schafft sie? Und hier träum nicht davon, wer schafft sie dir? Deine Revolution, und jetzt schon hier. Glaub an dich, mach sie wahr, deine Träume sind zum Greifen. Und hier träum nicht davon, wer schafft sie dir? Für deine Revolution, in jetzt und hier, in jetzt und hier, in jetzt und hier. Jetzt und hier. Tschüss, macht's gut. Tschüss, vielen Dank. Tonland, danke. Bei mir sind Isabel und Jörg von Tonland. Hallo. Hallöchen, hallöchen. Hallo. Es ist schön, euch zu treffen. Gleichfalls. Ja, ja, genau. Endlich mal live. Ne? Sonst immer per E-Mail im digitalen Raum und so. Und jetzt ganz live. Der Wonnemonat Mai, also das ist der Monat, wo sich die Verliebten neu verlieben, also die Menschen neu verlieben und so. Und wo Poeten wie Hölderlin oder was weiß ich, Goethe und alle möglichen Schriftsteller wahnsinnige Verse gezimmert haben. Inwieweit spielt das Liebeslied, das klassische Liebeslied als Text in eurer Musik eine Rolle? Das
Zunächst mal muss man sagen, wir sind ja beides Maikinder. Das heißt, wir haben beide Geburtstag sogar im Mai. Oh, wann? Ja, auch das noch, am 5. und am 13. Ah, schön. Ja. Aber jetzt zu den Texten, zu deiner Frage, da kannst du, glaube ich, besser was sagen. Ja, weil ich bin die Textmaus hier ja. bei uns beiden. Und ja, inwiefern spielt Liebe eine Rolle? Also es ist natürlich eine große Rolle, weil Liebe, das ist ja das, was uns beide auszeichnet. Ich meine, wir sind... Ne, privat. Ihr liebt euch. Also, wir lieben uns, ja. Das muss man einfach auch jetzt das mal noch, zugeben. Ja. Nee, ich finde auch auf den Fotos, jetzt nur als Klammer, macht ihr einen sehr closed Eindruck. Also das passt alles zusammen irgendwie mit euch. Danke. Ja. Klingt schon mal gut. Ist also, schön, dass es so rüberkommt, soll auch so rüberkommen und es ist auch genauso, wie es ist. Also es ist nichts beschönigt, wir sind genau so, wie wir sind. Wir sind nicht gecastet, genau. Nein, es war pures Glück. Also und natürlich, wie zurück zu deiner Frage, ja. Liebe ist natürlich ein großes Thema, aber wir machen nicht nur Liebeslieder. Das stimmt. So, also es geht um alles Mögliche, um das Leben an sich und das ist uns einfach aber, so wie ich erfahren habe von meinen Spionen, die recherchiert haben, es ist alles sehr autobiografisch schon, was in euren Texten passiert. Absolut, eigentlich aber, ja, durch die Bank weg, kann man sagen. Und wir sagen eigentlich immer, es ist autobiografisch, aber kann für jeden trotzdem frei interpretiert werden. Natürlich, das sollte ja so sein. Wie entsteht dann morgens, ich meine, ihr lebt zusammen, steht morgens auf, die Kaffeemaschine brutzelt und ein Spiegelei irgendwie und plötzlich fällt dir ein Text ein und dann greifst du zur Gitarre und dann, wow, geht's ab, Musik. Genau, jeden Sonntag, genau, das genauso ab. Nee, Quatsch. Aber so, es ist ähnlich. Als wärst du dabei gewesen. Ja. Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Also die Texte, da kannst du, wie gesagt, mehr sagen, die entstehen natürlich nicht in einem Moment. Es ist ein Zyklus, der dauert länger. Musik ist es, wobei, wir sind relativ schnell. Ne? Und wir haben eine klare Aufgabenteilung. Ja. Also ich bin wirklich für die Texte zuständig. Der Jörg macht dann alles Kompositorische. Ja. Und das ist, ja, wie der Jörg schon gesagt hat, in den meisten Fällen ist der Text vorher da. Ne? Da kann man es mal ganz klar sagen, aber es gibt auch Momente, wo du einfach da sitzt, gerade jetzt am Frühstückstisch. Zum Beispiel die neue Single war ja so eine Geschichte mit dem Akkord war erst da. Ja. Und manchmal liefere ich dann auch ganz frisch mal so eine Textzeile, so eine Hook vielleicht, wie jetzt du wirst schon sehen, den habe ich mal beigesteuert und sie schreibt dann den Text außenrum sozusagen. Wenn du so einen Text, Jörg, wenn du so einen Text vor dir liegen hast, den Isabel geschrieben hat und so, ist es dann ähnlich wie in einem Theaterstück? Also du bist dann ein Regisseur und du überlegst dir den Klang, die Melodie, den Sound, der da drunter liegen soll oder wie passiert das? Also ich frage schon auch mal nach, was hast du irgendeine Idee gehabt? Geht es in welche Richtung soll es gehen? Ist es eher was Ruhigeres oder soll es ein Popsong werden? Was darf es mehr knallen? Und man hat ja auch irgendwie ein gewisses Repertoire an Akkorden, hast du ja auch das irgendwie stimmt. im Kopf. 500? Ja, so da, genau. Ja. 12 sind es genau. Nee. Und ja, manche Dinger sind auch einfach schon da. Oder du sagst, hier, guck mal, das habe ich noch da rumliegen, das könnte passen. Das, ich mein, das gibt alle klingt Varianten. Gut, ey, das habe ich hier noch da loben. Ja. So Resteverwertung. Ja, Resteverwertung. Ja, ist es was wirklich hältst du davon? So. Das könnt, da könnte der Text drauf passen. Gibt ja alle Varianten. Ich mein, du kannst das wie ist das denn? Ich meine, wir kommen jetzt gleich noch auf eure musikalischen Erfolge, also den Jetzt-Zustand auch zurück. Aber wie ist das denn, wenn man als... ja, als musikalisches Duo zusammenlebt, geht man da, also geht einem das dann nicht irgendwann, also Musik, privat, das alles, dieses ständige Auf und Ab, auch ein bisschen zu weit, zu nah, wie könnt ihr euch zurückziehen, gibt es den Raum oder seid ihr wirklich so frei, dass euch das gar nicht behindert, also das Private und das Berufliche zusammenzukriegen? Also, wir sind relativ frei, würde ich jetzt mal sagen. Also ich möchte jetzt, ich gucke dich jetzt mal bewusst an, aber wir sagen immer, und da kommen wir auch wieder auf den Mai, auf den Sonnenmonat zurück, das ist unsere Basis. Ne? Wir haben uns durch die Musik kennengelernt, bevor es Tonland gab. Das ist das, was uns irgendwie verbindet und das ist ein ganz, ganz starkes Band und alles, was noch jetzt draufgekommen ist. Ich meine, wir sind ja auch Eltern geworden vor 2 Jahren. Wow, schön, herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. All das ist noch so ein Add-on, sage ich mal, was das einfach noch enger macht. Aber deswegen, also
jetzt so, wenn es um Musik geht, streiten wir uns eigentlich nie, außer dass man halt keine Pause hat. Ne, ich kann ja zu nur eigentlich einfügen, weil ich bin ja ein 68er Mensch. Das heißt, ich bin, habe die Zeit als Jugendlicher erlebt und in der Hippie-Bewegung war das ganz normal. Also, dass man als Singer-Songwriter-Pärchen zusammen gelebt hat in der Kommune, auch als Band in der Kommune, man war den ganzen Tag zusammen, die Kinder krabbelten unterm Tisch rum und so. Es war alles irgendwie zusammen. Ja. Nur in der heutigen Zeit hat man manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen wie ein Fremdkörper, ja. Wie irgendwie, ha, echt, das funktioniert. Aber früher so, 68, 69, 70er, ja. Habt ihr ein bisschen so auch die Roots in dieser Zeit, in der Hippie-Zeit oder seid ihr komplett? Ich bin vielleicht eher so der Späthippie, sage ich ja. Mal. Also nicht genau in der Zeit, aber ich habe so Ausläufer, kann man vielleicht sagen, noch mitgelesen. Jefferson Airplane oder so. Ja, also die Musik aus der Zeit ist absolut mein Ding. Also ich bin so da 70er, 80er, also eher 70er vielleicht noch genau gebrieft, kann man sagen. Und ja, aber wie du schon sagtest, also richtig auf den Keks gehen wir uns bei der Musik nicht, um es immer auf den Punkt zu 2020 gehen. Charterfolg mit dem Titel Mein größter Sieg. Dann ja. Auch irgendwie den Rock und deutschen Rock- und Poppreis als beste Popband eingeheimst. Sammelt ihr Trophäen oder ist das Zufall? Das waren die Ersten, glaube ich, jetzt. Also was heißt glaube ich, weiß ich. Das waren die Ersten jetzt. Also wir würden sie natürlich gerne noch weiter sammeln. Aber, ja, Bambi oder so? War, genau. Hier, wir nehmen alles. Wir nehmen es, wie es kommt, genau. Habt ihr ein Management oder macht ihr das alles selbst? Bis jetzt machen noch nicht. Selbst. Wir suchen an der Stelle eins, genau. Hallo. Ja. Wer ist denn von euch da die treibende Telefonkraft? Das machst du, habe ich mir gedacht. Alles. Ja. Booking, Management, Social Media. Und ich bin heilfroh, dass du das machst. Ja, das glaube ich. Ja. Pressetexte, Presse, all das. Also das ich meine, es ist doch unglaublich schwer. Also ich habe diese Diskussion oft mit Autoren, also mit Leuten, die Texte schreiben, die ihre eigene Musik machen, wenn die dann am Telefon hören und hängen und dann sich versuchen zu booken und dann die Veranstalter sagen, ja, das ist jetzt nicht so unser Thema. Ich meine, ist das nicht schmerzhaft? Tut das nicht weh, wenn man auch Ablehnung erfährt? Booking ist immer hart, Ablehnung sowieso, klar. Hat keiner gern, glaube ich. Nee, ja, also man muss lernen, damit zu leben einfach. Und was wir in den letzten 2 Jahren auch gelernt haben, ist, dass man sich tatsächlich bei manchen Sachen einfach ein dickes Fell aneignet und einfach sagt, mein Gott, es hat nichts mit uns persönlich zu tun als Menschen. Wenn es nicht passt, passt es am Ende des Tages nicht. Da muss man das einfach akzeptieren, so schade das auch ist. Aber ich bin aber auch so ein kleiner Wadenbeißer. Ich gebe es ganz offen zu. Du beißt dich fest. Ja. Corona hat uns alle runtergefahren, beschäftigt uns natürlich total, aber für euch als Singer-Songwriter-Duo kann man ja auch im Wohnzimmer eigentlich zusammen proben, ihr lebt zusammen. Das heißt, deswegen für euch da draußen, wenn ihr das Gefühl habt, die stehen aber busy eng zusammen, ja, das ist alles ein Haushalt, ja, ihr seid sozusagen, ihr teilt das Tisch und Bett. Den so Proberaum, den Proberaum, genau. Ja. Studio. Tischbett, Studio, ja. Genau. Ihr nehmt in eurem Proberaum, ihr habt ein eigenes Studio, nehmt selber auf. Du bist da die Führung, also du masterst alles. Ich muss ja auch was tun, genau, wenn du schon das ganze Booking machst. Genau. Ja. Ja, wobei mastern, mixen, das machen wir nicht. Wir rekorden in der Tat alles bei uns. Das ist ja heute technisch auch gar kein Problem. Und gemixt, gemastert wird das Ganze immer noch bei unserem Freund Sean Spence in Nashville, den wir vor 2 Jahren kennengelernt haben. Als wir dort drüben waren, den Trip gemacht haben und hatten dort ja auch unsere zweite EP aufgenommen bei ihm mit 3 englischen Liedern drauf. Schön. Und wir haben den Kontakt gehalten. Internationale Produktion. Ja, es klingt brutal. Das ist brutal, wie der Vorab sagen wird. Ja, schön. Wie haltet ihr Kontakt mit euren Fans, also Social Media, über Homepage, Instagram, WhatsApp, Facebook? Facebook. Alles, alles. Wir haben sogar ein Newsletter. Also wer unseren Newsletter bekommen möchte, wir versprechen, wir penetrieren auch nicht so arg. Also es ist wirklich ein Newsletter, wenn News kommen. Also alles Mögliche. Wir sind offene Menschen, wir sind kommunikativ. Man kann uns auch jederzeit anrufen, anschreiben und am allerliebsten auch auf Konzerten, ne? Danach, davor. Geht es jetzt wieder ein bisschen los im Sommer mit Live-Konzerten bei euch? Die ersten Anfragen kommen rein jetzt, genau. Also wir hoffen, dass es jetzt natürlich, oder alle hoffen logischerweise, dass es jetzt ein bisschen losgeht. Wir merken es ja auch so ganz leicht. Hoffen natürlich wie alle, dass jetzt nicht nur mal irgendwas querschlägt. Aber ich glaube, so ganz so langsam geht es wieder los. Ja, kann man sagen. Wenn ich eure Musik so gehört habe, also ich meine, ihr sagt ja selber, ihr könnt mit Band spielen, ihr könnt es auch eben als Duo machen, ihr könnt es mit Playback oder auch ganz, wie sagt man, real mit Akustikgitarre. Ich könnte mir vorstellen, also auch live
als Kaffeehaus-Duo irgendwie, dass man auf den Balkonen spielt, dass man, weil das fängt ja jetzt gerade wieder an, das ist irgendwie so ganz intim, am Kamin kann man euch zum Beispiel einfach anrufen hier, wir wollen eine Party machen, wir haben ein schön großes Wohnzimmer mit Kamin oder also das würdet ihr alles machen. Absolut. Und auch annehmen. Also wir sagen ja immer, Absolut. Wir spielen normalerweise an jeder Steckdose, aber wir würden es auch in der in dem Fall, du bist schon lange unterwegs, also du hast da die richtigen Sprüche. Aber es geht auch, wie du richtig gesagt hast, es ging ja auch wirklich akustisch. Genau. Aktuelles Album. Kommt. Ihr seid, also 2020 ist was rausgekommen? Ja, das war aber einfach nur wirklich, das war mein größter Sieg nach der Babypause. Einfach mal, jetzt haben wir Anfang des Jahres noch ein Cover rausgebracht, True Colors. Das lag uns sehr, sehr am Herzen. Da haben wir auch eine schöne Fanaktion mitgemacht. Das Video besteht nur aus eingereichten Fanbildern. Ganz, ganz toll. Schön. Ja, und jetzt kam am heute vor einer Woche kam Du wirst schon sehen raus, also unser neuer Song. Das ist der erste von 3 Singles, die wir rausbringen. Und im Herbst wird es dann eine komplette EP geben. Also da werden 4 bis 5 Lieder drauf sein. Ja, schön. Da freuen wir uns. Videos natürlich auch alle, denke alles ich. Da, das macht alles ja auch alles selbst, ne? Kameramensch und so alles. Also gut, da haben wir natürlich, also man versucht immer seine Leute in seinen Kreis aufzubauen, ne? Und wir haben es mit guten Freunden auch schon gemacht, die wir schon länger kennen. Und jetzt das erste Mal auch mit einer Videoagentur hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Kann man ja auch sagen, Black Gorillas waren das genauso. Genau. Wir müssen ja auch Werbung machen, man muss zusammenhalten. Ja, so ein Netzwerk ist ganz wichtig. Ist ganz wichtig und sind wir ganz happy auch jetzt mit dem aktuellen Video und es geht auch weiter.